Ja, der Teamtipp ist eben mit Jungen, ich bin eigentlich hier ziemlich der Älteste. Es ist ein Zusammenkommen zwischen Athleten und so sieht man sich zumindest, wenn ich über Produkte reden kann, Erfahrungsaustausch machen. Ja, wenn man es da geht, bouldern, wenn man irgendeinem Ort etwas versucht, das ist einfach das Spielerische noch voll drin und das ist super. Beim versuche ich eigentlich meistens irgendwie einer Linie zu folgen, was sich der Fels einfach ausgesucht hat. Also zum Beispiel Risse oder Kanten oder irgendwie einfach die leichteste Linie zu wählen und nach dem gehe ich dann vor. When I search for a line, I search for the most obvious line. The most spectacular line. Ja, meine Träume sind natürlich kletterspezifisch, immer neue Gebiete kennenzulernen. Ja genau, reichen Mann heiraten und dann immer klettern können. Super Plan, falls es mit der Karriere nicht hinhaut.
Highline Start zu machen, ist natürlich mit viel weniger Aufwand verbunden. Man hat relativ schnell mal die Verankerungspunkte gemacht und kann eigentlich näher verspielen. Das Problem ist viel mehr natürlich Sensationszuschauer, die ich schauen, was da passiert, und lachen und johlen und machen. Man muss schauen, dass man in der Konzentration bleiben kann. To concentrate a lot, because when I climb I'm not thinking at all, just focusing on climbing and doing my thing. Urban ist ja ein Wort, das nicht einfach so definierbar ist. Und genauso ist auch das Urban Climbing nicht einfach so definierbar. Und das ist sicher das Interessante daran. Man ist in einer Stadt drin, es entwickelt sich eine totale Dynamik zwischen den Leuten drin. Man sieht hier noch so Objekte, die man besteigen kann, und da gibt es noch eins. Dementsprechend muss man auch die Nase haben, wie viel das man verliert. I don't really know what urban climbing means. To me, climbing is climbing wherever you climb. It's all about the movement. Rechten Fuß darauf, nimmst die rechte Hand an die Kante, dann steigst du langsam so auf, dann schlagst du mit der Hand immer weiter auf der Kante hoch, dann bringst den linken Fuß darauf auf die Rampe und dann stehst du im Prinzip einfach so da und springst mit der linken Hand drauf in das Loch. Dann schlagst du wieder rechts mit der Hand auf der Kante, bis die Kante gut wird, und dann ziehst du drüber und mantelst auf. It's all about the movements. Spectacular line for me, it can be many different things, like it can be high, there can be a dino in the middle of it, there are moves that you don't find so many other places, it's like something special.